Wir melden uns nochmal aus der Sparkasse Vogtland Arena und ich stehe hier mit Alexander Zyron. Früher haben wir zusammen auf der Schulbank gesessen. Jetzt ist er OK-Chef und ich bin beim Fernsehen gelandet. Ja, nützt ja nichts, ne? So unterschiedlich sind die Entwicklungswege. Alex, jetzt aus erster Hand. Ich habe heute nochmal mit dem Heinz Kutting gesprochen. Die gucken natürlich immer auf die Webcam und wollten natürlich wissen, wie sieht's aus bei uns hier? Also wir sind mit dem Vorbereitungsstand sehr zufrieden. Wie wir sehen, wird die Anlage gerade präpariert. Wir gehen davon aus, dass wir am Sonntag die Grundpräparation fertig haben, sodass wir genügend Zeit haben, bis zum nächsten Wochenende die Anlage in einen optimalen Zustand zu versetzen und dann den hoffentlich zahlreichen Zuschauern hier wieder ein wunderbares Wintersportspektakel präsentieren zu können. Und dass hier geballter Skisprung-Sachverstand steht, okay, du warst Kombinierer, bist auch mal gesprungen, sehen wir hinten, da hinten fährt nämlich ein ganz Prominenter in der Pistenraupe und kümmert sich höchstpersönlich um den Aufschwunghang, nichts geringerer oder kein geringerer als Thomas Meisinger. Ja, Thomas Meisinger ist bei uns für das Präparieren der Anlage zuständig. Ewiger Schanzenrekordhalter vor dem Umbau in Oslo am Holmenkollen, das kann ihn keiner mehr nehmen. Du kannst auch Experte werden. Ja, aber auf alle Fälle. Wir sind sehr stolz, solche fähigen Mitarbeiter hier zu haben und sie tun ihr Möglichstes, um alles hier in einen entsprechend guten Zustand zu versetzen. Und ich glaube, wir können uns darauf verlassen, dass die Anlage in einem perfekten Zustand sein wird. Alex, letztes Jahr, wissen wir alle noch, waren wir ungefähr zur gleichen Zeit hier gestanden und du sagst, ja, alles perfekt, schön, alles super, passt. Und dann hat es eine Woche lang durchgeregnet und der Schnee war weg. Ich habe hier oben fast einen Auffahrunfall gebaut, wo ich an die Anlage kam, weil alles grün war. Wie sieht es jetzt aus? Wie viel Kunstschnee habt ihr gemacht? Wie viel liegt jetzt hier ungefähr drin? Die Maschinen sehen wir im Hintergrund, die laufen noch auf Hochtouren, um den letzten Kubikmeter Schnee noch herzupacken. Also wir sind mit der Produktionsmenge sehr zufrieden. Wir haben ca. ein Drittel mehr produzieren können als im Vorjahr. Und die Wetterprognosen für die nächste Woche sind alles andere als schlecht. Wir sollen etwas Frost bekommen und Niederschläge sollen sich gegen Null bewegen, sodass wir sehr, sehr zuversichtlich sind. Und Windprognose? Wind, das himmlische Kind? Ja, alle ehren den Wetterberichten, aber so genau können sie auch nicht prognostizieren. Wir sind durch die Installation unserer Windnetze auf die ein oder andere Windböe vorbereitet. Konnten in den letzten Jahren nachweisen, dass aufgrund dieser zusätzlichen Sicherheit, die wir geschaffen haben, die Veranstaltungen alle planmäßig durchgeführt werden könnten, sodass wir auch dieses Jahr davon ausgehen, dass alles perfekt abläuft. Ansonsten Meldeliste schon eingegangen? Meldeliste nahezu komplett. Es liegen Meldungen von 70 Sportlern aus 16 Nationen vor, darunter alles, was Rang und Namen hat. Mich persönlich freut, dass Noriaki Kasai, der einen Tag älter ist als ich, hier wieder an den Start geht. Alle Achtung, ich hätte es so lange nicht durchgehalten. Ja, da haben wir schon ein bisschen eher aufgehört. Aber Alex, jetzt mal, wie viele Karten sind schon verkauft? Ja, mit dem Kartenvorverkauf sind wir entsprechend auch zufrieden. Wir haben bis jetzt für die drei Tage in Summe 8000 Tickets verkauft, sind auf einem sehr guten Weg, haben noch viele, viele Tickets auch an der Tageskasse übrig, sodass es sich auf alle Fälle auch für Kurzentschlossene lohnt, hier nach Klingenthal zu kommen und an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Was erwartet den Zuschauer sonst noch? Also ich weiß wieder am ersten großer Empfang. Ja, sicherlich. Traditionell bei uns am 1. Dezember, am Donnerstag vor dem eigentlichen Wettkampf, die Begrüßung der Nationen auf dem Klingenthaler Marktplatz. Eintritt ist frei, jeder Gast ist herzlich willkommen, super Stimmung. Die Nationen honorieren es mit dem ein oder anderen Spaß und sind meist vollzählig anwesend. Und dann Freitag die Qualifikation und Samstag und Sonntag die Entscheidungen. Zum einen am Samstag im Teamwettbewerb und am Sonntag dann im Einzel. Und danach gibt es ja Festzelt noch, ne? Und danach, wie immer, hier Festzelt. Am Samstagabend sicherlich der Hauptakt mit Mr. Feelgood. Stimmung ohne Ende, sodass wir uns schon jetzt riesig auf dieses Wochenende freuen. Und noch dazu, nochmal ein Dank an euch als Veranstalter. Wir haben ja mit heißer Nadel gestrickt, auch zwei Talkshows vorbereitet. Wir hoffen, dass wir das auch alles umsetzen können. Und die Gäste, die wir eingeladen haben, haben schon zu 99% ihre Zusage gegeben. Und da sind wir natürlich auch nochmal an euch einen Dank verpflichtet und für die Unterstützung. Ansonsten drücken wir die Daumen, dass das Wetter hält. Und ja, wo kann man Karten kaufen, wer noch welche haben will? Außer in der Tageskasse kann man noch Vorverkauf, weltcup-klingenthal.de, glaube ich. Kartenvorverkauf ist offen bis nächste Woche Donnerstag bei uns auf der Homepage www.weltcup-klingenthal.de. Dort ist auch die Webcam, ne? Dort also ist auch kann die man Webcam, anklicken, immer kann schauen, man live verfolgen, wie die Chance weiß wird. Richtig. Wir hoffen natürlich, dass wir die Hütte voll bekommen. Freuen uns, wie gesagt, auf ein wunderschönes Wochenende. Und vielleicht leisten unsere deutschen Skispringer in Kusamo gute Vorarbeit mit den entsprechend guten Resultaten,
sodass sich der ein oder andere doch dann noch kurz entschlossene hierher verirrt. Ja, nicht nur verirrt, also ich meine, ist ja ausgeschildert. Sparkasse Vogtlandallee, bei Falkensteiner Straße 133, habe ich auswendig gelernt. Das hast du gut gemacht. Und ja, vor allen Dingen nicht zu vergessen, wir haben ein Team Spring hier und die letzten beiden, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Deutschen gewonnen. Also das ist ja schon mal Aussage genug, hierher zu kommen. Auf alle Fälle, und wir hoffen natürlich wieder, insbesondere auch auf unseren Lokalmatador Richard Freitag, dass hier vielleicht seine kleine Formkrise vom Sommer zu Ende geht und er mit den entsprechend richtig guten Resultaten hier vielleicht sogar für eine kleine Sensation sorgt. Sommer ist vorbei, abgehakt, Schanze wird präpariert, alles bestens. Also dann, das ist unser kurzer Ausblick. Alex, danke dir, und wir drücken natürlich die Daumen, dass nächste Woche alles funktioniert. Danke, Gerd.